So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie die Verspätung. Das ist jetzt die Vorlesung Nummer 3. Der Herr Ochsenbein hat Ihnen letzte Woche über Modellierung von dynamischen Systemen erzählt. Ich setze das heute fort, wie ich Ihnen in der Einführungsvorlesung gesagt habe. Wir haben die ersten paar Wochen Vorlesungen, die sich nicht direkt auf die Regelung beziehen, sondern auf das Verhalten von dynamischen Systemen. Und dann im zweiten Abschnitt klassische Regelung, wie wir also dieses Verhalten von diesen Systemen durch zusätzliche Einrichtungen, nämlich Regler, beeinflussen können. Und dann im dritten Teil des Semesters Diskussion von modernen oder mehr modernen, im Gegensatz zu den klassischen Entwurfsverfahren für Regler. Zu den Skript oder beziehungsweise den Unterlagen allgemein. Wir haben diese Folien neu zusammengestellt vor ungefähr, würde schätzen, 4 Jahren. Wir haben sie dann revidiert und wir machen das immer noch jedes Jahr. Daher, wie Ihnen Herr Ochsenbein wahrscheinlich gesagt hat, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie trotz den vielen Korrekturen und dem Überarbeiten noch Fehler finden oder Unklarheiten finden, dass Sie uns das mitteilen. Wir sind also bemüht, das am laufenden Stand zu halten. Bezüglich den Vorlesungsfolien allgemein und dem Inhalt hat Ihnen der Herr Ochsenbein vielleicht oder wahrscheinlich gesagt, dass einige der Kapitel, so wie hier, mit einem Stern bezeichnet sind. Und der Stern bedeutet, dass wir diese Kapitel in der Vorlesung entweder nicht oder nur sehr beschränkt behandeln, weil wir annehmen, dass es dieses Material zum größten Teil schon in anderen Vorlesungen gesehen haben. Heute werde ich so auf ein paar Einzelheiten in diesem Kapitel mit Stern hinweisen, um besonders Sachen zu betonen, die wir in dieser Vorlesung immer wieder verwenden werden. Aber die Annahme ist, und das haben wir von Ihren Kollegen natürlich und durch Zusammenarbeit mit meinen Kollegen herausgefunden, die Annahme ist, dass diese Kapitel mit Stern zum Großteil von Ihnen bereits verstanden, behandelt und sogar schon geprüft wurden. Wie gesagt, heute, der Fokus ist, dynamische Verhalten von Systemen zu verstehen und hier nur mal die Motivation, warum machen wir das überhaupt? Sie können sagen, ja, wenn ich ein dynamisches System habe, ich habe gegeben ein System von Differentialgleichungen, ich stecke das in Simulink, ich simuliere es, was muss ich da noch zusätzlich verstehen? Daher, warum analysieren wir das hier in dieser Vorlesung? Zuerst einmal müssen Sie lernen, dass wenn Sie einen Simulator haben und da Gleichungen hineingeben und Antworten herauskommen, müssen diese Antworten nicht richtig sein. Ja, und das ist jetzt kein Bug oder in der Software, sondern es kommt sehr oft vor, nicht wenn Sie jetzt so einfache Systeme haben, wie wir sie hier in dieser Vorlesung jetzt behandeln, aber es kommt sehr oft vor, dass die Simulation entweder nicht geht oder schlecht geht oder eine falsche Resultate gibt. Sie müssen also etwas von den Systemen verstehen, um diese Resultate beurteilen zu können, ob die Sinn geben oder nicht. Aber hier in dieser Vorlesung wollen wir in erster Linie verstehen, was was jetzt hier betont ist. Wir wollen die Systemgleichungen oder Übertragungsfunktionen anschauen und wir wollen verstehen, welches Verhalten ergibt sich für welche Art von System. Und das zweite Schritt ist dann natürlich, wenn wir das verstehen, dann wollen wir wissen, wie wir dieses dynamische Verhalten durch entsprechende Auslegung eines Reglers beeinflussen können. Und wiederum dieses Verstehen, auf das ich hier hinweise, ist mehr qualitativ und approximativ
als quantitativ. Also wenn Sie wirklich genau die Antwort eines Systems wissen wollen, ob das jetzt ein Überschießen ist um 1% oder 2%, dann machen Sie Simulationen, das ist sicher der beste Weg. Aber wenn Sie allgemein beurteilen wollen, schwingt das System stark, wenig, gibt es ein Überschießen oder nicht? Solche Fragen sind oft zentral und Sie wollen nicht immer eine Simulation machen, weil das zu aufwendig, zu lange geht. Dann wollen wir verstehen, wie wir das einfach durch Betrachten der Systemgleichungen oder andere Werkzeuge herausfinden können. Und die Untersuchung für diese qualitative Untersuchung machen wir aufgrund von Werkzeugen, entweder im Laplace-Bereich, im Frequenzbereich oder im Zustandsraum. Jetzt der nächste Teil hier ist Superposition. Ich werde das jetzt nicht behandeln. Sie können das anschauen, lineare Systeme. Superposition nehme ich an, dass Sie das verstehen. Der zweite Teil hier ist dann Laplace-Transformation. Wiederum, selbstverständlich haben Sie das schon gehört. Ich möchte nur jetzt auf ein paar Regeln für Laplace-Transformation, insbesondere erstens, was müssen Sie sich erinnern, und zweitens für die Inverse-Transformation hinweisen. Und das will ich jetzt als nächstes machen. Also erstens gibt es eine Tabelle, das ist Folie 12 und 13. Und das sind ein paar Laplace-Transformationen, die Sie sich erinnern sollen und nicht einfach in Tabellen nachschauen müssen. Und das ist hier zusammengefasst. Also das bezeichnet mit diesem Haken. Hier eigentlich allgemein wollen Sie eine Zeitfunktion polynomial, und das wäre der spezielle Fall Polynomordnung 1 und das wäre Polynomordnung 0 hier. Wollen Sie, Laplace-Transformation ist hier durch diese allgemeine Formel in der Zeile 6 gegeben. Also t to the m wäre dann Laplace-Transformation m faktoriell über s m plus 1. Und das Zweite, was ebenso wichtig ist, oder vielleicht noch wichtiger, ist es 1 über s plus a, die Laplace-Transformation einer Exponentialfunktion e hoch minus at wäre 1 über s plus a. In der nächsten Folie hier gibt es dann diverse Beispiele, aber diese diversen Beispiele, die können Sie dann durch Kombination der anderen Laplace-Transformationen, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, ableiten. Aber hier, was Sie wissen müssen, ist die Laplace-Transformation für den Sinus und Cosinus, also a über s² plus a² und s über s² plus a². Das sind also diese paar Formeln, die Sie sich unbedingt merken sollen. Und ebenso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, sind diese Eigenschaften, die wir immer benutzen. Das heißt, die Laplace-Transformation, wie ändert sich die Laplace-Transformation, wenn sich zum Beispiel t skaliert wird oder wenn t verschoben wird, Verschiebungssatz und so weiter. Also als Beispiel hier möchte ich das Folgende sagen, und das haben wir sehr oft hier in dieser Vorlesung, ich weiß nicht wie oft in anderen Vorlesungen, dass Sie hier eine Zeitverschiebung haben. Also das wäre eine Funktion von t verschoben auf t minus lambda. Das heißt, Sie verschieben die Funktion nach rechts und Sie bekommen daher eine Zeitverzögerung. Also Verzögerung um die Zeit lambda, das wäre also, wir bezeichnen das auch oft als hier muss man einen Stift machen. Das Lambda wäre dann oft die Todzeit. Und in Englisch sagen wir oft Time Delay. Und
Natürlich würde das diese Transformation dann einfach sein, Sie haben hier irgendeine Funktion der Zeit, das wäre dann das f von t und dann das f von t minus Lambda, das wäre dann die Verschiebung um den Todzeit Lambda. Das verwenden wir also immer wieder. Das zweite, und ich habe die Sätze so geordnet, dass es irgendwie analog ist, das heißt, hier haben Sie dann die Verschiebung im Laplace-Bereich, gibt Ihnen dann die e hoch minus at-Funktion im Zeitbereich. Sie sehen, hier haben Sie die e hoch minus Sigma Lambda in der Laplace-Bereich und t minus Lambda im Zeitbereich. Also die sind gewissermaßen dual, in einen verschieben Sie im Zeitbereich, bekommen die Exponentialfunktion im Laplace-Bereich, im anderen verschieben Sie im Laplace-Bereich und bekommen dann die Exponentialfunktion im Zeitbereich. Das Zweite, was wir hier, ich meine, alle diese Beziehungen sind wichtig, das Zweite, was wir immer wieder benutzen werden, ist ein Satz vom Anfangswert und Satz vom Endwert. Satz vom Anfangswert heißt, dass Sie den Anfangswert im Zeitbereich feststellen können durch einfache Analyse im Laplace-Bereich, ohne dass Sie die Inverse-Transformation machen. Das heißt hier, wenn Sie also die Funktion, den Funktionswert f von 0 plus herausfinden wollen, dann können Sie das machen, indem Sie einfach die Laplace-Transformierte, die Sie gegeben haben, mit s multiplizieren und dann den Grenzwert s gegen unendlich ausrechnen. Sie brauchen also nicht hier f von t ausrechnen, die gesamte Inverse-Transformierte, sondern nur diese Grenzwert im Laplace-Bereich anschauen. Und ebenso, wenn Sie den Grenzwert im t gegen unendlich, und das ist, was wir noch öfter machen, wir wollen wissen, asymptotisch, wohin geht der Wert des Systems, und insbesondere im Zusammenhang mit der Regelungstechnik wollen wir herausfinden, asymptotisch erreicht der Endwert den Sollwert oder nicht, das ist eine wichtige Frage, oder wenn nicht, dann wie groß ist der bleibende Regelfehler, wie wir sagen, zwischen dem Endwert und dem Sollwert, dann können Sie das machen durch Anwendung des Satzes vom Endwertes, und das ist wiederum das Duale im Sinne, wenn Sie jetzt t gegen unendlich anschauen wollen, den Endwert, dann multiplizieren wir der s mal f plus s, und dann schauen Sie sich den Grenzwert s gegen 0 an. Also wenn Sie gegen unendlich in Zeit, dann ist es s gegen 0. Wenn Sie 0 in der Zeit, dann ist es s gegen unendlich. Jetzt gibt es da eine kleine Sache, die Sie, oder nicht nur kleine, eine wichtige Sache, auf die Sie aufpassen müssen, ist, dass dieser Satz vom Endwert, den wir jetzt gerade angeschaut haben, also diese Nummer 9 hier, der Satz vom Endwert ist nur anwendbar, wenn ein endlicher Endwert existiert. Das heißt, was hier also in dieser Box zusammengefasst ist, das heißt, Sie müssen wissen, dass es einen endlichen Endwert gibt. Wenn der Endwert nicht endlich ist, also wenn es gegen unendlich geht, dann gibt Ihnen der Endwertsatz auch irgendein Resultat, aber das ist falsch. Ja. Daher müssen Sie sicher sein, dass dieser Endwert existiert, und dieser Endwert existiert, und das werden wir dann anschauen, später in der Vorlesung, wenn maximal ein Pol im Ursprung ist, und der Realteil der restlichen Pole negativ ist. Und das stelle ich jetzt nur mal hier hin, aber wir werden es dann später in der Vorlesung auf das noch einmal zurückgehen. Also Antwender, das ist immer eine wichtige Sache zu berücksichtigen, Endwertsatz nicht einfach stur anwenden, sondern es müssen diese Bedingungen erfüllt sein, dann ist das Ergebnis richtig. Leider kriegen Sie auch, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, einen Endwert, aber nur einen falschen. Gut, das ist also das zum Endwertsatz. Wir schauen, was wir als nächstes hier machen. Es kommt dann hier ein Beispiel, das gehe ich jetzt nicht an. Können Sie anschauen, wo da eben
genau die Bedingung nicht erfüllt ist und der Endwertsatz eben nicht anwendbar ist. Jetzt da weitergehen, was Sie wissen sollten. Vielleicht, weil wir es später benutzen werden in dieser Vorlesung. Wir schauen uns jetzt, wir schauen uns jetzt die, wir können hier vielleicht anfangen, Entschuldigung, hier. Genügt das? Okay. Das Zweite, was wir anschauen, also das auf Folie 26 hier, ist Darstellung von dynamischen Systemen. Wie Sie wissen, wir nehmen Differentialgleichungen, machen Laplace-Transformierte. Das ist jetzt hier ein Beispiel, wo wir Bezug nehmen auf ein Beispiel, das Sie in der letzten Woche bei Herrn Ochsenbein gesehen haben, diese Gleichung für das Thermoelement. Diese Differentialgleichung haben wir abgeleitet, wobei Y hier das State ist, das war die Temperatur und die Temperatur und Gamma-Systemparameter und T ist diese effektive Eingangstemperatur in das Thermoelement, Y ist die abgelesene Temperatur sozusagen. Und das ist diese Differentialgleichung, die Sie abgeleitet haben, eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Wir können hier die Laplace-Transformierte machen und wir können diese algebraische Gleichung jetzt hier für Y, die Ausgangsgröße, Großbuchstaben benutzen wir im Allgemeinen für die Laplace-Transformierte der Zeitfunktion klein t, hier haben wir kein klein t, das heißt hier ist es nicht ganz konsistent, also hier für Y ist die Zeitfunktion und Groß Y ist die Laplace-Funktion. Also das machen wir. Im Allgemeinen haben wir das da hier, y, also klein von t, und das, wenn Sie jetzt die Laplace-Transformierte machen, dann bekommen Sie hier y groß von s. Meistens machen wir das so, es gibt Ausnahmen, hier ist zum Beispiel eine Ausnahme, also hier hier stimmt es oft, also hier stimmt es nicht ganz, weil Groß T ist natürlich nicht die Laplace-Transformierte vom Klein T. Ne? Das ist also hier eine Inkonsistenz. Aber meistens machen wir das so, dass wir in Kleinbuchstaben die Funktionen im Zeitbereich und in Großbuchstaben die Funktionen im Frequenzbereich oder im Laplace-Bereich anschauen. Die Lösung dieser algebraischen Gleichungen gibt Ihnen dann diese Beziehung zwischen y, dem Ausgang dieses Systems, dem Eingang, und das war der Temperatur der Umgebung dieses Thermoelementes, und dann einen Term hier, der hängt ab von den Anfangsbedingungen y0. Das heißt, im Allgemeinen, wenn Sie Differentialgleichung haben, Sie machen eine Laplace-Transformation, Sie lösen die algebraische Gleichung, dann bekommen Sie zwei Terme additiv. Ein Term, der abhängt vom
Eingang, in dem Fall T, und ein anderer Term, der abhängig ist von den Anfangsbedingungen. Und es ist immer in dieser additiven Form. Warum? Weil es ein lineares System ist und sie Superposition gegeben haben und daher haben sie additiv die zwei Effekte, einerseits der Effekt der Eingangsgröße groß T und andererseits der Effekt der Anfangsbedingungen Y0. Meistens machen wir das jetzt so, dass wir dass dieser Term mit den Anfangsbedingungen ist sozusagen unpraktisch im Hantieren und daher schreiben wir die Systeme so um, dass wir die Anfangsbedingungen als Null definieren können. Und das wollen wir jetzt da hier illustrieren. Jetzt werde ich jetzt eine Folie überspringen und auf die nächste übergehen. Was die Idee in der Regelungstechnik, normalerweise schauen wir an ein System, das in Ruhestand ist und dann schauen wir den Effekt einer Störung an und beurteilen, ob dieser Effekt jetzt gut ist oder schlecht ist oder korrigiert werden muss. Und daher haben wir also den Luxus, wir fangen mit einer Anfangsbedingung an und wir können diese Anfangsbedingung wählen oder wir können das System, die Koordinaten so transformieren, dass diese Anfangsbedingung null ist. Und das machen wir im Allgemeinen automatisch. Wenn wir ein Systemmodell haben, dann transformieren wir die Variablen, sodass die Anfangsbedingung null ist. Und das ist hier an diesem Beispiel illustriert. Und auch es ist ein Verfahren illustriert, wie wir das im Allgemeinen machen. Also wir haben hier, haben gesehen, noch einmal hinweisen, hier ist diese Differentialgleichung, die schauen wir uns jetzt an, also tau dy nach dt plus y ist gleich gamma t. Und was wir uns anschauen bei dieser Differentialgleichung, was ist der stationäre Wert dieser, der sich ergibt, wenn jetzt der Eingang t konstant ist. Das heißt, wir setzen die Ableitung gleich 0 und wir bekommen dann die Gleichung y ist gleich Gamma t. Okay. Und wir können dazu schreiben, ys ist gleich Gamma ts im Sinne der y stationäre Wert ist gleich Gamma t stationärer Wert. Und als nächstes, und das zeige ich jetzt dann hier, wir hatten hier die Differentialgleichung, die wir gerade angeschaut haben, tau y plus y gamma t, wir setzen die Ableitung gleich 0, wir bekommen ys ist gleich gamma ts. Was machen wir sozusagen als Umformungstrick? Wir subtrahieren diese zweite Gleichung hier von der ersten. Subtraktion, das heißt, Sie schreiben hier darunter ys ist gleich Gamma ts und Sie ziehen diese Gleichung ab, das heißt, Sie kriegen hier einen Term y minus ys und hier einen Term t minus ts. Und diese Variablen definieren wir neu, y minus ys ist gleich y bar und t minus ts ist gleich t bar. Und wir können daher diese Gleichung jetzt neu umschreiben nach dieser Subtraktion und ausdrücken mit y bar und t bar. Und für diese Gleichung jetzt, wenn wir annehmen, für dieses Differentialgleichung jetzt, wenn wir annehmen, dass das System am stationären Punkt anfängt, dann ist der Anfangswert y gleich ys, das heißt der Anfangswert y bar, wie es hier gesagt wird, ist 0. Und das heißt, wir kriegen jetzt als Ergebnis diese Übertragungsfunktion, die aber immer ausgedrückt ist, nicht in den
wirklichen Variablen, sondern transformierten Variablen, so, dass der Anfangswert für diese Variablen y und t hier, groß y und groß t, das heißt der Anfangswert im Zeitbereich natürlich, gleich 0 ist. Das ist also das Standardverfahren, ein System, Differentialgleichungen ableiten durch Betrachtung von Massenbilanz oder Energiebilanz oder Kirchhoffs Gesetz, was immer es ist, und dann transformieren die Variablen, sodass der Anfangswert 0 ist, und dann können wir durch die Laplace-Transformation diese Übertragungsfunktion herleiten, unter der Annahme Anfangsbedingung ist 0. Und hier ist das nur einfach hingeschrieben für diverse Beispiele, die Sie letztes Mal behandelt haben. Also hier dieses Satellit, da wäre dann nach Mittag wiederum Anfangsbedingung 0. Hier haben Sie dann Theta, wäre der Winkel. Wir nehmen dann an, dass der Winkel Anfangsbedingung gleich 0 ist, und Sie bekommen dann als Übertragungsfunktion diesen doppelten Integrator mit dem Trägheitsmoment i drinnen 1 über s Quadrat. Und genauso, wenn Sie jetzt für den Gleichstrommotor, den Sie letztes Mal, oder der in den Unterlagen drinnen ist, wenn Sie hier die wieder Kirchhoffsche Gesetze anwenden, dann bekommen Sie und dann die Laplace-Transformation machen, wiederum Anfangsbedingung gleich 0, bekommen Sie diese zwei algebraischen Gleichungen in der Laplace-Variable s. Und da machen wir als ersten Schritt Kombination dieser zwei Gleichungen. Und das Einfachste ist, wenn wir dieses IA, das wir hier in der ersten Gleichung haben, können wir dann, das ist die Stromstärke natürlich, die können wir dann in der zweiten Gleichung hier und hier einsetzen. Und wir bekommen dann als Ergebnis diese in Laplace-Domain diese Gleichung, algebraische Gleichung für den Gleichstrommotor. Und wiederum, das können Sie jetzt für die Variable von Interesse Theta m auflösen und bekommen dann diese Gleichung auf der zweiten Zeile hier. Jetzt, ich habe es aufgelöst, nicht für Theta, sondern für S mal Theta. Was ist die Bedeutung von S mal Theta? Theta ist der Winkel, S mal Theta wäre die Ableitung des Winkels, das heißt, es wäre die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, was ich hier benutzt habe, ist, dass die Laplace-Transformierte von S mal Theta ist gleich im Zeitbereich d Alpha oder was immer wir im Winkel bezeichnen wollen, über dt, und das wäre Omega. Okay, das ist jetzt hier benutzt, und das wäre da hier, daher ist das da hier die Laplace-Transformierte von Omega. Gut. Blockdiagramme als Modellierungswerkzeuge, Sie haben das sicher gesehen, ich werde das nicht noch einmal behandeln, und ich werde jetzt direkt übergehen auf das Hauptteil dieser Vorlesung, nämlich auf Systemantworten, wo wir also auf dieses Verständnis des Zusammenhangs zwischen Laplace-Transformation oder zwischen der darstellenden Laplace-Transformation und den Systemeigenschaften, wo wir das, den Zusammenhang untersuchen wollen. Gut. Wir schauen uns jetzt also in diesen Beispielen in recht viel Detail zwei Grundsysteme an, Systeme erster Ordnung, Systeme zweiter Ordnung. In der deutschen Literatur wird diese System erster Ordnung auch oft als PT1-Glied bezeichnet. Das gibt es in der englischen Literatur nicht. Das heißt einfach System erster Ordnung. Und in diesem System erster Ordnung, wie wir es hier sehen, gibt es also zwei
Parameter hier drinnen, erster Ordnung, Polynom erster Ordnung hier unten. Es gibt zwei Parameter drinnen, k und tau. Wir bezeichnen sie k und tau, das ist unsere Standardnomenklatur. Und k für Gründe, die wir gleich sehen werden. K heißt hier der Verstärkungsfaktor und tau heißt hier die Zeitkonstante. Okay. Und wir werden gleich sehen, woher diese Namen kommen. Aber das sind die zwei Parameter in dieser Darstellung eines Systems erster Ordnung. Und jetzt schauen wir uns die Impulsantwort an. Und die Impulsantwort wäre natürlich hier für den Fall, Impulsantwort würde heißen U von S ist gleich 1, Laplace-transformierte des Impuls. Setzen Sie oben ein, das heißt Y ist gleich K mal tau S, K über tau S plus 1. Und wir können jetzt diskutieren, wie schaut diese Zeitfunktion aus und was wir auch verstehen wollen, wie schaut diese Zeitfunktion, diese Impulsantwort eines Systems erster Ordnung, wie schaut das aus? Wie verändert sich diese Zeitantwort, wenn wir die Parameter ändern? Wie wirken sich die zwei Parameter K, Verstärkung, tau, Zeitkonstante auf die Zeitantwort dieses Systems erster Ordnung aus? Und wir können da so eine, wenn man sagt, Kurvendiskussion machen. Das heißt, wir können zuerst einmal anschauen, was ist der Anfangswert, was ist der Endwert, was ist die Anfangssteigung und so weiter. Und dann können wir die Kurve, sehen wir qualitativ, wie die Kurve ausschaut. Und dann können wir es auch zeichnen, wie es hier gezeichnet ist. Das heißt, als erstes verwenden wir, und das ist jetzt eine Anwendung dessen, was ich Ihnen vor ein paar Minuten gesagt habe. Als erstes schauen wir uns an hier den Satz vom Anfangswert. Und Sie erinnern sich, wenn ich T0, dann multipliziere ich es mit S und S gegen unendlich, das war, was ich Ihnen gezeigt habe vor ein paar Minuten. Das heißt, hier, ich multipliziere es mit S und dann lasse ich S gegen unendlich gehen und ich vergleiche das mit T gegen 0. Okay? Und so, wenn ich es mit S multipliziere und S gegen unendlich gehe und mir diesen Grenzwert anschaue, dann ist das K über Tau. Das heißt, dieser Anfangswert, dieser Pulswert ist, wenn Sie sich jetzt das hier anschauen, wird mit der Verstärkung größer und mit der Zeitkonstante kleiner. Und das Weitere, was wir uns anschauen hier zu dieser Kurvendiskussion, ist der Endwert für y gegen unendlich. Und wie wir vorher gesehen haben, ist also S gegen 0 hier mal S, T gegen unendlich. Und wir sehen, dieser Endwert ist 0. Wir können uns weiter, also hier wäre dann die Laplace-Transform, die Zeitfunktion und hier die Steigung zum Zeitpunkt 0. Wenn Sie diese Sachen zusammenstellen, bekommen Sie dann, und hier ist es aufgetragen, diese Impulsantwort, aufgetragen mit skalierten Achsen, nur um das zu betonen, also hier haben Sie die Achse T über Tau, das ist also mit der Zeitkonstanten skaliert, und hier haben Sie die Achse Y über K über Tau. Was Sie also sehen hier in dieser Antwort, Sie bekommen in dieser Impulsantwort, Sie bekommen also zuerst, dann geht das spontan hinauf im Nullpunkt auf einen endlichen Wert, der endliche Wert, den wir hier abgeleitet haben, also k über tau, das ist der Anfangswert, hier ist es skaliert y über k tau, daher ist es immer der Wert 1 hier. Und weiter sehen wir, es geht nach 0. Okay. Und dann sehen wir hier dy über dt, also die Steigung im Punkt 0. Das wäre also jetzt diese Linie, schauen wir an, das ist die Steigung im Punkt 0. Und diese Steigung wäre minus k über tau Quadrat. Das wäre also diese Steigung hier oder diese Steigung hier, k über tau
hinauf dividiert, also das wäre im Allgemeinen k über tau, und das hier wäre tau, das heißt, es ist k über tau Quadrat. Und das heißt jetzt, wenn wir diese Achsen nicht skalieren würden, dann würde das mit der Zeit, wenn ich jetzt die Impulsantwort anschaue, für verschiedene Zeitkonstanten tau, dann würde das so ausschauen, dann würde, wenn die also für eine hohe bei einem hohen für eine kleine Zeitkonstante wäre das hier wenn wir das so das anschauen, würde es so gehen und dann hätten wir so und so in dem Sinne, in dieser Richtung wird die Zeitkonstante tau kleiner. Ich bin jetzt nicht sicher, dass wir jetzt ganz wird es dann sauberer zeichnen in der Pause. Aber hier sehen Sie es mit den skalierten Zahlen hier. Weiter kann ich jetzt anschauen die Sprungantwort. Und die Sprungantwort hier, das heißt, ich habe jetzt in dem Fall U von S ist gleich 1 über S. Und ich kann jetzt wieder eine ähnliche Analyse machen, wie ich es vorher gemacht habe. Ich kann mir jetzt in dem Fall die Steigung am Anfang anschauen. Das heißt, ich muss jetzt zwei Sachen machen. Einerseits muss ich ausrechnen, was die Steigung ist. Und die Steigung, das heißt die Ableitung der Antwort, ist gegeben hier. Das heißt, diese Funktion hier ist die Laplace-Transformierte von dy nach dt. Okay? Warum das hier oben? Das hier oben ist die Laplace-Transformation, das y ist die Laplace-Transformation von klein y. Ich bekomme die Laplace-Transformation der Ableitung. Die Ableitung, indem ich das mit S multipliziere. Ableitung gibt Multiplikation mit S. Das zweite S, das ich hier brauche, ist vom Grenzwertsatz, dass ich die Anfangsbedingung bekomme. Das ist also der Grenzwertsatz, den ich hier anwende, weil ich die Anfangssteigung anwende, das heißt, es multipliziert mit S. Und dann habe ich, bekomme ich T gegen 0. S gegen unendlich, T gegen 0. Das heißt, die Anfangssteigung nach dieser Analyse ist k über tau. Okay. Ja, machen wir Pause und dann in 10 Minuten weiter. Gut, wir machen jetzt weiter. Hier nur kurz, was ich letzte Stunde meine behandelt habe, Systeme erster Ordnung. PT-Glied für Impulsantwort und Impulsantwort, wie wir hier gezeigt haben, also mit steigender oder vergrößerter Zeitkonstante tau wird es langsamer und der Sprung niedriger. Das tau skaliert die Zeit, das heißt größere Zeitkonstante heißt langsamere Antwort wegen diese Axis-Skalierung hier. Und das ist in allen Systemen, wenn Sie es, diesen linearen System, die wir behandeln werden, tau, wie wir es hier eingeführt haben, wie wir es für System zweiter Ordnung in Kürze einführen werden, tau skaliert die Zeitachse. Das heißt, die Antwort bleibt in dem Fall nicht ganz gleich, weil Sie natürlich da hier diese Änderung haben. In anderen Fällen, wie wir sehen werden, die Antwort bleibt gleich. Sicher qualitativ gleich und die Zeitachse wird einfach skaliert.
Jetzt haben wir hier auch die Sprungantwort angeschaut oder angefangen anzuschauen. Und wir haben hier als erstes letzte Stunde abgeleitet die Beziehung der Anfangssteigung, also das heißt Steigung im Punkt Null. Wir haben weiters, können wir sehr einfach ableiten, den Endwert. Wiederum, wie kriegen wir den Endwert? Wir multiplizieren mit S und sagen S gegen 0, das gibt uns den Wert T gegen unendlich. Wiederum dieser Satz vom Endwert, in dem Fall gibt es einen Endwert. Das heißt, der Endwert ist K. Und die Sprungantwort ist dann hier so gezeichnet. Aber das Wichtige ist, was machen jetzt diese Parameter, die wir haben? Auf einer Seite ist es wiederum die Zeitantwort wird skaliert mit dem Tau. Das heißt, je größer Tau ist, desto langsamer und die Sprungantwort, die Höhe wird skaliert durch die Verstärkung. Und daher geben sich auch diese zwei Bezeichnungen, Zeitkonstante und Verstärkung. Wenn Sie also eine allgemeine unskalierte Zeichnung hätten, dann hätten wir da hier T und wir haben K konstant, das wäre für die Sprungantwort. Für den Einheitssprung hätten wir jetzt die folgende Beziehung, so und in dieser Richtung geht die Zeitkonstante Tau hinauf. Das heißt, je größer die Zeitkonstante, desto langsamer ist diese Antwort. Und K natürlich skaliert einfach die Höhe der Antwort. Sonst bleibt alles gleich. Schließlich schauen wir uns die Rampenantwort, das sind also die Antworten für die Standardeingänge, Impuls, Sprung und Rampe. Wir können diese Rampenantwort wieder analysieren. Was die Rampenantwort? Das da hier wäre die Rampe, das heißt die Laplace-Transformation einer Rampe. Das heißt, das hier wäre die Laplace-Transformation von T. Okay. Eingang T, Laplace-Transformierte 1 über S Quadrat. Das wäre also diese Kurve, das da hier ist die Rampe, T. Wir können jetzt wiederum feststellen, durch die gleichen Methoden, die wir angewandt haben, in vorherigen Beispielen, was ist die Anfangssteigung, die Steigung zum Zeitpunkt 0. Wie machen wir das? Zuerst rechnen wir die Steigung aus, das heißt, das da hier ist bereits die Transformierte der Steigung, das da hier ist die Laplace-Transformierte von dy nach dt. Und dann schauen wir den Anfangswert an, das heißt, wir multiplizieren mit s und lassen s gegen unendlich gehen und wir finden, der Anfangswert ist 0. Das gibt uns hier da unten die Steigung 0. Dann können wir die Endsteigung ausrechnen, das heißt die Steigung Endwertsatz s gegen 0, t gegen unendlich. Das machen wir hier, s gegen 0, da hier ist wiederum wie oben die Steigung, das können wir da hier das gleiche wie oben, die Steigung, gleiche wie oben multipliziert mit s. Was ist jetzt der Unterschied? Hier s gegen 0, oben war es s gegen unendlich, gibt uns t gegen unendlich, die Steigung im Limit ist k. Das heißt, gegeben durch die Verstärkung. Und dann können wir tatsächlich die gesamte Inverse-Laplace-Transform machen. Wir bekommen dann diese Zeitfunktion. Und wenn wir diese Zeitfunktion anschauen und jetzt t gegen unendlich, für t gegen unendlich wird das 0. Und daher haben Sie dann kt minus tau, das heißt asymptotisch ist das eine Rampe t mit Steigung k, aber zeitverschoben um tau. Und das heißt hier in dieser Zeichnung hier haben Sie jetzt die
die Antwort, diese Rampe hier, Zeit verschoben hier um 1. Warum um 1? Weil wir haben die Zeitachse wiederum skaliert mit Tau. Das heißt, als Antwort auf einen Rampeneingang bekommen Sie wieder einen Rampenausgang asymptotisch mit anderer Steigung, nämlich multipliziert mit K und verzögert um die Zeitkonstante. Wiederum, die Zeitkonstante größer gibt Ihnen mehr Verzögerung in der Rampenantwort. Das wollte ich alles, was für das System erster Ordnung gibt, dazu fragen. Gut, das sind also die drei Standardantworten, Impuls, Sprung und Rampe für System erster Ordnung. Noch einmal K-Verstärkung gibt Ihnen hier für die Rampe die Steigung an, sonst gibt es beim Sprung die Höhe der Antwort, asymptotische Höhe der Antwort an und Tau die Zeitkonstante, die die Zeitachse skaliert. System zweiter Ordnung, wiederum wir benutzen eine gewisse Standarddarstellung und die definiert dann die Parameters, die wir verwenden werden für System zweiter Ordnung. System erster Ordnung hatten wir zwei Parameter, K und Tau. Diese zwei Parameter treten auch hier auf, K die Verstärkung, Tau die Zeitkonstante, wie vorher. Jetzt haben wir einen zusätzlichen Parameter und das ist Zeta die Dämpfung. Okay. Also das ist, wie wir Standard ein System zweiter Ordnung darstellen. Sie können im Grunde genommen können Sie natürlich hier unten A, B, C Koeffizienten haben. Wir transformieren es dann in diese Standardform, bekommen dann die Standardparameter K, Tau und Zeta. Und diese Standardparameter können wir dann verwenden, um die Art der Antwort dieses zweiten System zweiter Ordnung zu klassifizieren. Wie wirkt sich die Verstärkung aus? Wie wirkt sich Tau aus? Die Zeitkonstante, wie wirkt sich die Dämpfung aus? Wenn wir jetzt da hier nur A, B, C hätten, dann ist das alles vermischt. Also diese Parameter sind definiert, dass wir die qualitativ die Antwort gut voraussagen können. Jetzt das andere, statt Zeta, was ich normalerweise verwende, können Sie auch 1 über Zeta verwenden, was nicht angegeben ist, aber was Sie sehen können hier, da hier hat, da sollte stehen auch Omega N ist gleich 1 über Zeta. Also falsch, 1 über Tau. Ah, Unsinn. Natürlich. Omega N ist gleich 1 über Tau natürlich. Okay. Und das ist die natürliche Frequenz. Normalerweise, wie gesagt, ich verwende Tau oder Omega N, können Sie auch verwenden. Und wir haben also hier System zweiter Ordnung, um die Zeit Antwort abzuleiten, machen wir also, schauen wir uns das charakteristische Polynom an, wir bekommen dann die Wurzeln und die geben uns dann könnten wir machen die Partialbruchzerlegung, wie Sie es gelernt haben, und dann die Antwort herleiten. Und in diesem Fall haben wir also die charakteristische Gleichung hier geschrieben mit Tau, nicht mit Omega N. Das ist also die charakteristische Gleichung hier. Nennerpolynom, Tau Quadrat S Quadrat 2 Theta Tau S 1, diese charakteristische Gleichung. Und Sie schauen sich die Wurzeln dieser Polynom zweiter Ordnung an. Und die Wurzeln sind gegeben durch diesen Ausdruck hier oder umgeschrieben Omega N ist 1 über Tau durch diesen Ausdruck hier. Sie bekommen also zwei Wurzeln natürlich. Und jetzt sehen Sie hier die Diskriminante Zeta Quadrat minus 1. Und dann gibt es eben die Fälle, dass Sie Zeta größer als 1 haben, dann wäre diese Diskriminante positiv und daher die Wurzeln real. Sie haben den kritischen Fall von Zeta ist gleich 1, dann wäre die Diskriminante 0, das heißt, Sie hätten hier wären die Wurzeln real, zwei reale Wurzeln. Das hier wären
werden in dem Fall eine doppelte Wurzel, aber eine doppelte Wurzel, eine doppelt. Und der Fall Zeta kleiner als 1 werden zwei komplexe Wurzeln. Das sind die drei Fälle, die Sie hier haben können, abhängig von Zeta. Und deswegen sehen Sie hier, warum wir diese Parameter so definieren, weil das Zeta entscheidet dann sofort qualitativ über die Form der Antwort. Und je nach dieser Situation, Zeta kleiner als 1, 0, 1 größer als 1, bekommen Sie andere Zeitfunktionen, grundsätzlich andere Zeitfunktionen. Hier sind also die drei Fälle, genau die ich Ihnen genannt habe. Also hier der Fall Zeta größer als 1, hier der Fall Zeta ist gleich 1 und hier der Fall Zeta ist kleiner als 1, größer als 0, die Annahme. Wir können dann die Inverse-Laplace-Transformation machen und bekommen also diese drei verschiedenen Zeitfunktionen, die Ihnen hier dargestellt sind. Jetzt, was ist der Unterschied? Also zuerst einmal für Zeta kleiner als 1, wie gesagt, komplexe Wurzeln. Dass da hier wäre sozusagen die, wir nennen das auch Omega D hier, später werden wir es Omega D nennen, aber das ist die Frequenz dieser Schwingung. Die Frequenz dieser Schwingung ist nicht 1 über Tau. Sie erinnern sich, wir hatten vorher definiert, Omega N ist gleich 1 über Tau. Das war die natürliche Frequenz, war 1 über Tau. Hier ist die natürliche, ist die Frequenz nicht 1 über Tau, sondern es ist Quadratwurzel 1 minus C über Tau. Das heißt, wir haben diese geänderte Frequenz, ein wenig geänderte Frequenz Omega D, abhängig von dem Zeta. Also im Extremfall, wenn Zeta ist gleich 0, dann hätten Sie genau, also den Fall Zeta ist gleich 0, was hätten Sie dann, Zeta ist gleich 0, hätten Sie Omega D ist gleich Omega N. Dann würden Sie also die natürliche Frequenz zurückbekommen, wenn Sie keine Dämpfung im System Zeta ist gleich 0 haben. Das ist das Erste, was wir uns hier anschauen können. Das Zweite, machen wir das vielleicht in einer anderen Farbe hier. Das Zweite, was Sie anschauen können, das da hier, das gibt Ihnen einfach eine Phasenverschiebung. Das ist eine Phasenverschiebung Phi. Und dann das Dritte, was wir uns anschauen, ist diesen Faktor hier, den Exponentialfaktor hier, e hoch minus Zeta t über Tau, also da haben Sie dann einen Faktor Zeta über Tau drinnen. Und je größer Zeta, das gibt Ihnen jetzt vor der Schwingung, Sie haben eine Sinusschwingung, multipliziert vorher mit diesem Faktor e hoch minus Zeta Tau, das ist die Amplitude. Und die Amplitude sehen Sie hier durch diesen Faktor ist abnehmend. Wenn Zeta eine Zahl größer als 0 ist, dann haben Sie hier eine negative Zahl und e hoch minus Zeta über Tau T bekommen Sie eine abklingende Exponentialfunktion, eine abklingende Amplitude und hier diese Schwingung etwas phasenverschoben mit einer etwas geänderten Frequenz. Also das ist jetzt die Diskussion dieser Antwort eines Systems zweiter Ordnung. Der zweite Fall ist so dieser kritische Fall, Zeta nimmt zu, aber Zeta ist genau 1 und da habe ich wie gesagt eine reale doppelte Wurzel. Sie kriegen dann eine sehr einfache Antwort mit einfach e hoch minus t über tau. Und der dritte Fall ist dann Zeta größer als 1, wo Sie jetzt zwei reale Wurzeln bekommen aus dieser charakteristischen oder reelle Wurzeln.
aus dieser charakteristischen Gleichung, und das gibt Ihnen dann einfach eine gedämpfte, einfach zwei Exponentialfunktionen, die Sie dann umschreiben können in diesen Cosinus Hyperbolicus und Sinus Hyperbolicus. Im Grunde genommen sind es zwei reale, zwei Exponentialfunktionen hier umgeschrieben. Kombiniert und umgeschrieben in diese Cosinus Hyperbolicus und Sinus Hyperbolicus. Und wie schaut das jetzt aus? Jetzt, hier ist die Antwort dargestellt, und Sie haben diese Kurven dieser Art sicher schon oft gesehen. Das ist jetzt, die zwei Fälle sind nur dargestellt in diesen Zeichnungen, nämlich den VL1, das war der VL1 und das war der VL2. Zeta gleich 1 und Zeta kleiner 1 und Zeta ist gleich 1. Das hier ist jetzt einfach wiederholt die Gleichung von vorher und hier also die Kurven dargestellt. Und Sie sehen hier, auf welche speziellen Fälle habe ich hingewiesen vorher. Schauen wir uns an. Zuerst einmal habe ich auf Sie hingewiesen, Zeta ist gleich 0. In diesem Fall Zeta ist gleich 0. Wenn Zeta ist gleich 0, dann haben Sie keine Dämpfung hier. Okay. Und das heißt, hier haben Sie einfach einen schwingenden Sinus ohne Dämpfung und Sie sehen, dass dieser Fall hier ohne Dämpfung. Wenn Zeta jetzt zunimmt, bekommen Sie mit zunehmendem Zeta abnehmende Schwingungen, mehr und mehr Dämpfung, bis der kritische Fall mit Zeta ist gleich 1 und dann bekommen Sie, dass Zeta ist gleich 1, ist diese die unterste Kurve hier. Wo Sie also zwei reale Wurzeln haben, in allen diesen anderen Fällen haben Sie zwei konjugiert komplexe Wurzeln. Und das ist jetzt also qualitativ, wie sich die Antwort ändern würde, wenn Sie Zeta erhöhen von 0 bis nach 1. Und Sie sehen also, selbst wenn Zeta jetzt, also Sie bekommen Überschwingen und dann ab bestimmten Wert bekommen Sie kein Überschwingen mehr. Mit Zeta gleich 0,7 bekommen Sie keine Überschwingen mehr. Gut, das ist jetzt diese, und jetzt weiterum eine Diskussion. Wie schaut die Antwort aus, wiederum als Funktion dieses Zeta und daraus sich ergebend, das ist die Impulsantwort hier, und daraus sich ergebend die Wurzeln der charakteristischen Gleichung. Also was Sie jetzt als große Unterteilung haben hier, ist diese Fall hier, also diese Grenze, Imaginärachse. Wenn die Wurzeln links liegen, wir wollen uns jetzt anschauen, wann liegen die Wurzeln links, und wir gehen jetzt zurück hier auf diese Gleichung, die wir hier hatten. Oder wir können sogar gehen, schauen wir hier jetzt, nein, hier, auf diese charakteristische Gleichung. Wann liegen die Wurzeln links, wann liegen sie rechts? Wir sprechen jetzt vom Realteil. Das hier ist der Realteil. Das hier ist der Realteil der Wurzel minus Zeta über Tau, das heißt, wann liegen die Wurzeln rechts, wann ist dieser Realteil positiv? Der Realteil ist positiv, nur wenn Zeta negativ ist. Okay? Das ist die erste Beobachtung, das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen, und leider, wenn ich zurückgehe, löst sich das immer aus, da hier auf dieser Seite ist Zeta kleiner als 0, die Wurzeln, hier ist Zeta größer als 0 und hier auf der Achse ist Zeta ist gleich 0. Okay. Jetzt die weitere Diskussion ist, diese Antworten, wenn wir uns einmal anschauen, Zeta größer als gleich 0, linke Halbebene, dann haben wir, wie ich Ihnen gesagt habe, Fall 1, 2, 3. Was ist Fall 1? Fall 1 ist zwei komplex konjugierte Wurzeln abnehmend. Das hier wäre jetzt genau der Fall 1.
den wir besprochen haben. Sinus gedämpft, Zeta gleich 0, aber Zeta kleiner als 1. Dann hätten Sie hier den Fall Zeta, das wäre der Fall 2 oder 3, aber wir können sagen Fall 3. Okay. Das hier wäre auch der Fall 3, aber mit einem anderen Tau. Okay, wenn wir das jetzt da vergleichen, die zwei, Sie sehen, was jetzt der Unterschied hier, es ist ein anderes Zeta oder ein anderes Tau, das Abklingen ist hier langsamer im Fall 3 hier unten, das können wir sagen 3a und das ist 3b. Ne? Im Fall 3b ist das Abklingen langsamer, daher ist es andere Parameter, aber es ist beides im Falle 3. Und das hier wäre jetzt der spezielle Fall, das hier mit was? Das ist Zeta ist gleich 0. Es gibt dann genau diesen Punkt hier, Zeta ist gleich 0. Das sind also qualitativ, wie sich die Antwort, qualitativ, wie sie ausschaut, ändert mit Änderung von Zeta. Und genauso können Sie jetzt die rechte Halbebene anschauen, aber in der rechten Halbebene haben wir schon gesagt, da ist es also unstabil, die Wurzeln sind in der rechten Halbebene Zunahme. Das heißt, Sie haben jetzt die folgende Situation, das hier wäre der Fall 1'. Ein Strich heißt, dass in dem Fall hier Zeta absolut ist kleiner als 1, aber Zeta, wie im Fall 1, aber Zeta ist in dem Fall kleiner als 0. Hier haben Sie hier, daher den Fall 3 Strich. Wo ist der Fall Strich? Wir haben jetzt hier wieder den Fall Zeta absolut größer als 1, aber wieder Zeta kleiner 0. Und hier wäre der spezielle Fall wieder Zeta ist gleich 0. Und da hier wäre wieder der spezielle Fall 1 über s Quadrat, da hätten Sie die doppelte Wurzel am Ursprung. Ne? Da hier wäre wäre für den Fall Zeta ist gleich 0. Gut, das ist jetzt also eine Diskussion, wie sich qualitativ die Antwort ändert als Funktion der Parameter in dieser Standardform, ein System zweiter Ordnung, Standardform, wo wir drei Parameter haben, K, Tau und Zeta, Verstärkung, Zeitkonstante, skalierte Axis, Zeta, Dämpfung. Und das, wie sich die Impulsantworten, das sind natürlich die Impulsantworten hier, wie die sich ändern unter Einfluss des Parameters Zeta. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Gut. Jetzt schauen wir uns noch genauer an, was ist der Zusammenhang zwischen diesen Parametern Zeta Tau und der Pollage. Das wird oft benutzt, um wiederum die Art der Antwort aufgrund der Pollage abzuschätzen. Und das können wir leicht machen. Wir haben also hier oben wiederum die Antwortsystem zweiter Ordnung, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Wir haben hier noch einmal wiederholt die zwei Wurzeln, minus Omega in Zeta plus minus Omega in Zeta Quadrat minus 1. Und wir schauen uns in diesem Fall überhaupt nur an, den Fall Zeta kleiner als 1, größer als 0. Also diese ganze Analyse
ist Zeta größer 0, kleiner 1. Okay. Das Erste, was wir uns jetzt anschauen hier, wenn wir auf diese Wurzeln anschauen, dann was ist der Realteil, was ist der Imaginärteil der Wurzel? Der Realteil ist minus Omega nc, das heißt, dass da hier, diese Größe hier, ist minus der Realteil. Also ich kann auch sagen, das ist einfach, das ist der Realteil absolut wert, ist Sigma. Okay? Das Zweite, was Sie anschauen können, was ist der Imaginärteil dieser Wurzel? Der Imaginärteil ist natürlich hier drüben Omega n mal Wurzel 1 minus c Quadrat ist der Imaginärteil. Ne? Das heißt, dieser Imaginärteil ist hier gezeigt, das hier ist der Imaginärteil, Omega d. Und wir sehen, dass hier aufgetragen mit der Wurzel hier der Realteil, da hier unten ist die Wurzel, hier ist die Wurzel, Realteil Sigma, Imaginärteil Omega D. Und das Dritte, was wir uns ausrechnen können hier, ist, was ist der Absolutwert dieser komplexen Zahl, das heißt, was ist diese Länge hier? Diese Länge hier. Und diese Länge ist natürlich Imaginärteil Quadrat plus Realteil Quadrat Quadratwurzel. Und aus dem können wir finden, dass die Länge ist Omega n. Okay, wenn Sie jetzt da hier Sigma Quadrat plus Omega d Quadrat ausrechnen, dann kriegen Sie Omega n Quadrat. Okay, das können wir vielleicht noch hinschreiben hier. Sigma Quadrat plus Omega d Quadrat ist gleich Omega n Quadrat. Okay. Das heißt, wir haben jetzt diese drei Parameter da ausgerechnet. Wir wissen jetzt, dass dieser Abstand hier, dieser Abstand vom Ursprung ist Omega n, entspricht der natürlichen Frequenz. Wir wissen, der Realteil ist Sigma, das wird von natürlichen Frequenz und Zeta beeinflusst. Und der Imaginärteil ist Omega t. Und was wir insbesondere ausrechnen können, das ist jetzt dieser Ausdruck hier. Und das ist trivial natürlich, wenn wir jetzt ausrechnen, Sigma über Omega n. Sigma über Omega n ist Zeta. Aber was ist das? Das Zeta ist genau, Sigma über Omega n ist der Sinus dieses Winkels hier. Okay? Also das hier ist der Winkel Theta und Zeta ist der Sinus dieses Winkels hier. Und das ist wichtig, in welchem Sinne? Das heißt, Sie kriegen, die Dämpfung entspricht dem Sinus dieses Winkels. Also das ist die Hauptbeziehung, die wir hier ableiten wollten, ist das hier. Zeta ist der Sinus dieses Winkels und das hier, steht hier E, ist der Winkel Theta. Das ist alles der Winkel Theta. Okay? Und das ist gleich der Sinus von diesem Winkel ist gleich der Dämpfung. Das heißt, je kleiner der Winkel ist, desto schlechter ist die Dämpfung. Das heißt, Dämpfung hängt ab, nicht genau, wo jetzt dieser Pol und wo der Realteil, also ein Imaginärteil ist, sondern Dämpfung hängt ab von der Kombination von Real und Imaginärteil. Die Dämpfung entspricht dem Sinus dieses Winkels hier. Und das benutzt man sehr oft. Man schaut an, als Spezifikation sagt man oft, ja, die Pole müssen eine Dämpfung größer als das sein, daher ergibt sich ein Teil der linken Halbebene, der erlaubt ist, wo dieser Sinus hier groß genug ist. Also der hier 45 Grad wäre zum Beispiel dieses 0,7 Quadratwurzel 2 oder 30 Grad typisch wäre Dämpfung 0,5 und so weiter.
Und das ist wiederum diese qualitative Betrachtung, auf die ich hingewiesen habe. Ja, Sie rechnen jetzt nicht genau die Antwort aus, aber Sie wissen, wenn Sie ein System gegeben haben und wenn die Dämpfung nicht passt, dann müssen Sie die Pole irgendwie verschieben, dass dieser Sinus größer wird, weil das entspricht der Dämpfung. Das Zweite, was hier gezeichnet ist bezüglich der Qualität, und das habe ich schon immer wieder vorher erwähnt, ist diese Amplitude, diese abklingende Amplitude, abklingend um einen Faktor Zeta über Tau. Sigma ist gleich Zeta über Tau ist gleich Omega n Zeta. Okay? Also Sigma ist dieser Faktor hier, der einen angibt, wie schnell es abklingt. Je größer Sigma, desto schneller klingt es ab. Okay? Und je größer Sigma würde heißen, große Dämpfung. Da hier, wenn Sie das anschauen, hier, wie wird das? Würde heißen, Sigma groß würde heißen große Dämpfung, kleine Zeitkonstante. Wenn Sie große Dämpfung, kleine Zeitkonstante haben, Sie schnelles Abklingen dieses Schwingens. Nächstes Kombination, also gibt es hier jetzt noch Fragen, das ist jetzt das Ende der Diskussion von Systemen zweiter Ordnung. Also wenn Sie nur kurz rekapitulieren vielleicht, dass wir dazu zurückgehen, die Hauptpunkte. Hier Standardform ist mit Tau Zeta K, K Verstärkung, Tau Zeitkonstante, Zeta Dämpfung, oder das Tau ist auch 1 über Omega n. Okay? Standardform, K multipliziert einfach, Tau skaliert die Achse, aber auch ändert in diesem Fall qualitativ die Antwort. Wir haben die charakteristische Gleichung, wir haben das die Ausdruck für die zwei Pole und wir haben die speziellen Fälle, die in der nächsten Seite dargestellt sind. Zeta größer als 1, 1 kleiner als 1. Mit kleiner als 1 haben wir den interessanten, meist untersuchten Fall. Zeta kleiner als 1, dass wir zwei komplexe Wurzeln haben und daher Schwingungen. Und was wir als nächstes untersucht haben, wie schauen diese Schwingungen aus? Durch was werden die Schwingungen beeinflusst? Durch was werden die Schwingungen beeinflusst? Zuerst einmal ist dieser Exponentialfaktor vorne, der einen angibt, wie schnell diese Schwingungen abklingen. Okay. Und das zweite ist jetzt die Frequenz. Wir haben das auch angeschaut. Die Frequenz, Quadratwurzel 1 über c Quadrat über Tau, und das hatten wir bezeichnet als diese gedämpfte Frequenz Omega d. Frequenz Omega d. Dann haben wir uns hier also den Effekt von Zeta angeschaut. Zeta ist gleich 0, wäre ungedämpft der Sinus. Zeta ist gleich 1, wäre diese kritische Dämpfung, wenn die zwei gleiche Wurzeln bekommen, und Sie sehen hier die abnehmende Amplitude und abnehmende Schwingungen. Hier diese qualitative Diskussion, hier der etwas ungewöhnliche Fall, unstabil, das heißt in dem Fall rechte Seite hatten wir Zeta kleiner als 0, wir hatten also eine negative Dämpfung, das heißt das ist die Verstärkung und daher Instabilität. Dann haben wir hier gesagt, wie bezieht sich, was das Zusammenhang zwischen Pollage und Dämpfung, und wir konnten hier herleiten, ganz einfach, dass die Pollage in direktem Zusammenhang steht, also dieser Winkel hier, den diese Pole einnehmen, entspricht, der Sinus dieses Winkels ist gleich der Dämpfung, das heißt, je näher diese Pole hier an die Imaginärachse rücken,
Der Winkel kleiner wird, desto schlechter ist die Dämpfung. Je größer der Winkel ist, desto besser die Dämpfung. Dann haben wir das Abklingen haben wir angeschaut. Und wie gesagt, jetzt da hier ist, gehen wir weiter von diesen Systemen erster Ordnung, Systemen zweiter Ordnung, mehr allgemeiner zu Systemen, die nicht nur diese Standardformen erster Ordnung, zweiter Ordnung haben, sondern Ergänzungen. Und hier ist ein Spezialfall und der eine Spezialfall ist, dass wir einfach n Systeme erster Ordnung hintereinander hängen. Also das heißt, ein Filter, wenn Sie wollen, erster Ordnung hintereinander hängen. Wir schauen uns an, was ist dann die Antwort dieser Kombination von Filtern erster Ordnung. Und was wir da hier sehen von dieser Zeichnung, und das ist natürlich nur so approximativ, hier sehen Sie, dass wir die Zeitkonstante durch n mal tau dividieren. Das heißt, eine künstliche Zeitkonstante des Gesamtsystems einführen, die n mal die Summe der Zeitkonstanten der Teilsysteme ist. Und Sie sehen so in ungefähr, das skaliert diese Antwort, das heißt in ungefähr können wir sagen, dass wenn wir n Systeme erster Ordnung zusammenhängen, ist die Zeitkonstante unter Anführungszeichen des kombinierten Systems die Summe der Zeitkonstanten der Teilsysteme. Ungefähr so, wie Sie sie hier sehen. Das heißt, die Antwort, ist skaliert durch tau mal n hier unten. Durch tau mal n. Ne? Und das gibt dann Hinweise, eben Summe der Zeitkonstanten der Einzelsysteme. Das andere, was noch interessant ist, ist, Sie können jetzt sagen, ich nehme nicht identische Glieder erster Ordnung. Also was wir uns jetzt angeschaut haben, ist jedes Element hier mit Tau und Sie haben das zusammengehängt. Ne? Jetzt machen wir was anderes. Als nächstes, wir sagen, wenn wir diese Glieder zusammenhängen, dann dividieren wir die Zeitkonstante durch die Anzahl Glieder. Also in dem Fall hier wäre das, wenn Sie zwei zusammenhängen, die Zeitkonstante würden Sie tau halbe haben. Oder wenn Sie n zusammenhängen, das heißt, Sie ändern und machen diese Filter schneller und schneller, wenn Sie sie zusammenhängen. Das heißt, hier, wir haben also die Zeitkonstante hier unten, ist nicht tau wie oben, sondern tau über n. Und dann die interessante Beobachtung ist, wenn Sie dann anschauen, was bekommen wir, wenn wir jetzt diese n-Filter mit dieser abnehmenden Zeitkonstante zusammenhängen und diese n gegen unendlich gehen lassen. Wir haben also hier ein System, das hat tau über n, Zeitkonstante, tau über n und so weiter und so weiter. Und wir lassen jetzt n gegen unendlich gehen, dann bekommen wir genau eine Todzeit mit tau. Das ist also eine Möglichkeit, eine Todzeit zu approximieren. Keine effiziente Möglichkeit, eine Todzeit zu approximieren. Aber im Grenze, wenn Sie jetzt n dieser Filter, Exponentialfilter zusammenhängen, die Zeitkonstante verkürzen, in der Limit bekommen Sie eine Todzeit. Okay, weiters hier, was hier angegeben ist, und das bezieht sich dann später auf die Regelung schon, ist, wir haben Ausdrücke, wie wir die oder Bezeichnungen für die Antwortcharakteristiken hier, die dann oft bei den Spezifikationen eines Systems angegeben werden. Was wollen wir hier erreichen? Also wenn wir ein System zweiter Ordnung haben zum Beispiel, dann werden die verschiedenen Parameter wie folgt bezeichnet. Wir haben also zuerst einmal möchte ich das erwähnen, dass TP wäre die Anregel Zeit, das wäre also bis es zum ersten Peak kommt. Das ist keine Theorie dahinter, das sind nur Nomenklatur, wie diese verschiedenen Zeitbereiche und Größen allgemein bezeichnet werden. TP wäre also die Anregelzeit. MP wäre der erste Peak hier. Also werde ich das da hier auslöschen.
So das MP wäre dieser Peak hier, ne? Wie hoch der ist, der erste, und dann die anderen nehmen ab. Das wäre das Überschwingen, MP. Und dann haben wir noch zwei. Eins ist diese Rise Time. Wie schnell geht es hinauf zur Antwort? Und hier haben wir mit der angenommen 0,9. Wie schnell geht es auf 90% der Antwort hinauf? Und das haben wir hier dann als Grundlage genommen für diese Rise Time. Und weiters gibt es dann die Ausregelzeit oder Settling Time, und das ist, wie lang dauert es, bis wir plus minus 1% des Endwertes sind, und das ist die Ausregelzeit. Und wie bekommen Sie jetzt diese Formeln, die hier abgebildet sind? Ganz einfach, Sie bekommen diese Formeln, wenn Sie im Zeitbereich die Antwort anschauen. Das heißt, wir haben jetzt hier, das haben wir hier gehabt. Wenn wir diese Antwort hier haben, zum Beispiel, wie bekommen wir diesen Peak? Ja, was ist das? Das ist die Ableitung von yt ist gleich 0. Da gibt es natürlich mehrere Lösungen. Wir können jetzt dy nach dt ist gleich 0. Das ist natürlich dann hier, das ist hier, das ist hier, hier und so weiter. Und die erste kleinste Lösung gibt Ihnen dann das TP, und aus dem bekommen Sie danach das MP und so weiter. Und Sie können also jede dieser Größen hier in dem Sinne herleiten, und Sie bekommen dann analytisch, was diese Ausdrücke sind und in welcher Beziehung sie stehen zu den Parametern. Und Sie sehen jetzt zum Beispiel hier, dass diese Rise Time hängt nur ab vom Omega n. Das war also der Absolutwert der Wurzel. Sie sehen zum Beispiel, dass die Ausregelzeit hängt eben nur ab von diesem Sigma. Sigma war dieser Präexponentialfaktor. Das Überschwingen wiederum, wie hoch das Überschwingen, hängt nur ab von Zeta. Nicht von Tau, nur von Theta, wie hoch das überschwenkt. Und Sie sehen also diese Zusammenhänge. Okay. Was hier ist noch, und das können Sie anschauen, ist eine Zusammenfassung, und das ist nur so durch diese Kurven. Wenn wir jetzt nicht nur ein System zweiter Ordnung haben, das wäre jetzt der Nenner, sondern zusätzlich eine Nullstelle haben im Zähler, und diese Nullstelle ist hier so skaliert in dieser Form, dass man es gut darstellen kann, Alpha C Omega N. Also die Nullstelle wäre Nullstelle wäre minus Alpha Zeta Omega N. Okay? Das ist die Nullstelle. Und hier ist gezeigt, wie sich dieses Alpha, okay, oder das Zeta auf MP, also auf MP oder die Antwort auswirkt. MP wäre das Überschwingen. Und hier sehen Sie zum Beispiel, ja, wenn jetzt die Nullstelle klein ist, wenn Alpha klein ist, dann wirkt sich das auf das MP aus, dass das Überschwingen groß wird. Das heißt, wenn die Nullstelle nahe der Imaginärachse liegt, bekommen Sie größeres Überschwingen durch diese Nullstelle. Wenn sie weit weg von der Imaginärachse liegt, dann kriegen Sie kein Überschwingen oder ein unverändertes Überschwingen. Und am Ende, das sollten Sie auch anschauen, sind das hier ist nur eine Zusammenfassung, und dann haben Sie hier Stabilität, und das ist eine Pole in der linken Halbebene, Pole in der rechten Halbebene, noch einmal zusammengefasst für Sie. Danke und guten Appetit.